Hat diese SPD-Politikerin versucht, einem Journalisten zu drohen? Das hier ist Heike Raab. Sie ist als Staatssekretärin Teil der Landesregierung von Rheinland-Pfalz und derzeit in einen handfesten Medienskandal verwickelt. Aber von vorn. In Rheinland-Pfalz starben bei der Flutkatastrophe an der Ahr mindestens 135 Menschen. Verantwortlich für das schlechte Krisenmanagement war der damalige Innenminister Roger Lewenz. Der Landtag hat sogar einen Untersuchungsausschuss eingesetzt, um die Vorgänge in der Flutnacht aufzuklären. Weil der Minister diesem Ausschuss wichtige Informationen vorenthalten hatte, musste er vor einem Jahr zurücktreten. Obwohl er von seinem Amt zurücktrat, ist er weiter Parteichef geblieben und wurde von seiner SPD sogar vor ein paar Wochen wiedergewählt. Das kritisieren zu Recht viele Leute, auch der SWR-Korrespondent Georg Link. Das dürfte bundesweit wahrscheinlich einmalig sein, dass ein Landesinnenminister, der die politische Verantwortung für die vielen Toten dieser schrecklichen A-Katastrophe übernehmen muss, weiterhin Landesvorsitzender seiner Partei bleibt und die auch noch sagt, ja, wenn du das weitermachen willst, dann bleibt das. Nach dieser Äußerung des Journalisten hat Heike Raab einen Brief an die Chefin von Georg Link geschrieben. Darin standen Dinge wie, die Äußerung des Journalisten sei objektiv falsch, die Menschen würden in die Irre geführt werden. Der SWR setze leichtfertig falsche Behauptungen in die Welt. Soweit, so unverschämt. Der eigentliche Hammer aber ist, sie hat damit gedroht, den Programmausschuss, also das Kontrollgremium des SWR, einzuschalten. So kommentieren das auch andere Journalisten. Sie sprechen von Einschüchterungsversuch, einer klaren Machtdemonstration und einem Zensurversuch aus der Staatskanzlei. Wer in unserem Land versucht, die Presse zu zensieren, gehört in kein politisches Amt. Ich finde, Frau Raab sollte zurücktreten. Was meint ihr?